Yes. Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Vorab möchte ich noch was gesagt haben. Ich habe zu meinem ersten YouTube-Video sehr viel Hate bekommen, weil ich das Video nicht so gut geschnitten habe. Ich nehme sehr gerne Ratschläge zu Herzen, aber mich in Grund und Boden zu haten, finde ich nicht okay. Immerhin war das mein erstes Video. Ich bin noch ein Anfänger und perfekt kann ich das noch nicht. Tut mir leid. So, ich habe euch auf Instagram gebeten, mir einfach Fragen zu stellen, die ich für euch beantworte. Ja, fangen mit der ersten Frage an. Gehst du noch zur Schule? Nein. Nein, ich bin schon seit 2017 mit der Schule fertig. Ja. Was sagst du zu den Hater-Pages? So lächerlich von denen. Ja, am Anfang hat es mich verletzt, aber mittlerweile... Keine Ahnung, was soll ich dazu sagen? Es bringt mir auch nichts, die immer wieder zu melden und zu blockieren. Wenn sie ihnen Spaß macht, sollen sie machen. Sie davon abhalten kann ich nicht, aber ich achte einfach gar nicht mehr drauf. Mit wie vielen Jahren hast du deine Periode bekommen? Die Frage habe ich von vielen Mädchen schon gestellt bekommen. Ich glaube, ich war 12. Ja, mit 12 oder so habe ich meine Periode das erste Mal bekommen. Warum hörst du nicht auf zu rauchen? Du hast eine gewisse Vorbildfunktion. Ich muss sagen, ich habe erst vor kurzem, ich sage jetzt mal, ich habe es erst mal vor kurzem veröffentlicht, dass ich rauche. Die meisten von euch sind sehr entspannt damit umgegangen und es gab Leute, die was meinen, ich bin sehr unhygienisch, wenn ich rauche. Aber Rauchen hat nichts mit Hygiene zu tun. Und ich kann auch ein Vorbild sein, wenn ich rauche. Immerhin gibt es extrem, ich sage jetzt mal, die ganzen hohen Stars, viele davon rauchen genauso und ich werde gehatet und die nicht. Also immerhin ist es auch mein Privatleben. Ich darf mir wohl entscheiden, was ich mache und was nicht. Meinung zu Felix. Felix, ja, ich habe Felix, wann habe ich Felix kennengelernt? Ich habe Felix vor ein paar Monaten kennengelernt. Er ist ein extrem sympathischer Junge, man kann mit ihm echt viel Spaß haben, er ist mir extrem ans Herz gewachsen. Ja, ich weiß echt nicht, was ich viel zu sagen soll. Er ist wirklich sehr, sehr lieb und ich bin froh, dass er einer meiner Freunde geworden ist. Ich sage jetzt mal, eigentlich zählt er schon zu einem meiner besten Freunde. Ja. Warst du schon mal in New York? Nein. Ich war generell noch nie im Ausland, außer halt in Ungarn zum Beispiel. Aber ich habe schon vor, aber nach New York geht's nicht. Wo ich unbedingt mal hin will, ist nach Las Vegas. Ja. Wann hattest du deinen ersten festen Freund? Ich glaube, so WhatsApp-Beziehungen hatte eh schon jeder von uns, da hatte ich genug. Aber wenn ich jetzt wirklich meinen ersten festen Freund sagen müsste, dann wäre das. Ja, meinen ersten festen Freund hatte ich erst mit 13. Oh. Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche würdest du gern haben wollen? Es klingt zwar blöd, aber so vor 3 oder 4 Jahren, ich habe extrem gern so Superhelden-Sendungen gesehen, so wie die Fantastischen Vier, wenn ihr das kennt. Und ich habe mir schon immer gewünscht, dass ich so Telekinese kann, dass ich so Objekte heben kann oder Menschen heben kann. Ich weiß nicht warum, aber es hat mich schon immer fasziniert und wenn ich was wählen könnte, dann wäre das schon das. Wie alt seid ihr, du und Oliver? Also ich bin 16, ich habe am 27. August Geburtstag und Oliver ist 19. Seit wann seid ihr schon zusammen? Ich und Oliver sind seit dem 13. September 2018 zusammen. Jetzt im Juli werden es 10 Monate. Ja. Machst du auch Schminktutorials? Habe ich mir schon überlegt. Also, wenn ihr ein Schminktutorial von mir haben wollt, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen oder schreibt es mir einfach in die Kommentare. Wie haben du und Oliver euch kennengelernt? Ihr seid ein süßes Traumpaar. Erstens danke für dieses Kompliment. Wie haben wir uns kennengelernt? Ich muss sagen, ich und Oliver, wir kennen uns schon seit 2015 oder 2014. Wir haben uns damals über Facebook kennengelernt. Wie auch sonst. Ja, wir haben uns über Facebook kennengelernt, da haben wir angefangen zu schreiben. Dann waren wir sogar schon zweimal zusammen, aber da war ich so 12 und er war 14. Aber dazwischen hatten wir dann irgendwie längere Zeit überhaupt keinen Kontakt mehr. Und dann hatten wir einmal Kontakt, dann wieder nicht, dann wieder schon, dann wieder nicht. Und so richtig Kontakt hatten wir erst seit letztes Jahr, Juni, hat es dann angefangen. Weil ich war bei einer Homeparty, ich sage jetzt mal Homeparty bei einer Freundin. Sie hat Oliver eingeladen und das Lustigste ist, passt auf, sie hat sogar mit Oliver telefoniert und sie so, ja, Oliver kommt, der ist urhübsch. Und ich so,
Was für Oliver, ne? Ich habe überhaupt nicht an ihn gedacht, weil wir so lange keinen Kontakt hatten. Wir warten so draußen auf ihn, auf einmal kommt er und ich dann nur so. Oh no. Ich muss sagen, es war echt lustig, wie wir, also wie ich und er wieder richtig Kontakt aufgebaut haben. Hallo? Diese Fliege, Mann. Wie gefällt dir selbst eine neue Haarfarbe? Also, ich muss sagen, eigentlich wollte ich ja schwarz in ein Silberbalayage. Ich war dann in Wien bei einem Friseur. Er hat gesagt, ja, nein, das ist kein Problem, das schaffen wir. Hat es nicht geschafft. Jetzt hat es meine Freundin von mir gemacht, Nathalie. Und ich bin sehr zufrieden damit. Das nächste, also ich muss mein Haar jetzt 2 bis 3 Monate ruhen lassen, dass wir es alles neu färben können. Es ist ja doch blondiert, meine Haare. Ich bin sehr zufrieden. Die Kürze, also die Länge wollte ich so haben. Und es ist zwar noch nicht ein komplettes Finish, aber es kommt noch was dazu und ich bin bis jetzt schon extrem zufrieden damit. Und ja. Was sind deine Lieblingstiere? Delfine? Pandas? Hunde? Ja, das war's. Was wäre dein Gedanke, wenn du dir selbst begegnen würdest? Darüber habe ich ja gar nicht nachgedacht. Also wenn ich jetzt geschminkt rausgehen würde und ich würde, also wenn ich jetzt eine andere Person wäre und ich würde mich geschminkt sehen, ich würde mir schon denken, dass ich extrem asozial aussehe, so urso arrogant, ne? Das würde ich ehrlich gesagt von mir selber denken. Beschreibe Oliver in 3 Worten. Oliver in 3 Worten. Er ist extrem sympathisch, er ist so freundlich und ein extrem humorvoller Mensch. Er versteht so Humor und irgendwie ist er da einer der wenigsten Menschen, was meinen Humor verstehen. Weil wenn ich jetzt mit jemandem rede, den ich noch nicht kenne, und ich bringe meinen Humor als in Vorschein, ich glaube, der würde mich schlagen wollen, wenn er es nicht verstehen würde. Ups. Wie oft isst du was Gesundes? Love you so much. Erstens, love you too. Und wie oft ich was Gesundes esse, ich muss sagen, ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von Obst oder so oder Gemüse. Aber wenn, ich liebe Himbeeren und ich liebe Erdbeeren. Und in letzter Zeit habe ich schon mehr davon gegessen, aber irgendwie auch nicht sehr viel. Es ist immer unterschiedlich. Ja, nicht so oft, sagen wir halt so. Würde es für dich in Frage kommen, umzuziehen? Kannst du mich bitte grüßen? Heiße Alicia. Grüße gehen an dich, Alicia. Und ob es für mich in Frage kommen würde. Also ja, ich und Oliver haben uns schon darüber, wir haben uns schon darüber besprochen. Ja, es würde in Frage kommen für uns. Aber erst, wenn Oliver das Bundesheer vollendet hat. Ja. Würdest du mal mit deinen Fans schreiben? Ich schreibe mit vielen Fans. Ich kann halt nicht jeden zurückschreiben. Ich bekomme sehr, sehr, sehr viele Anfragen. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Anfragen es schon sind. Es sind schon locker 300 Anfragen. Ich versuche wirklich tagtäglich jeden zurückzuschreiben. Aber es ist nicht einfach. Aber so schreibe ich mit vielen Fans. Und ja. Wenn du ein Tier sein könntest, welches wäre das? Ich wäre ein Tiger oder ein Löwe. Weil dann hätte so jeder Angst vor mir. Welche Sprachen kannst du? Ich kann Deutsch. Na klar halt. Englisch, halt die Grundkenntnisse von der Schule aus und Ungarisch. Ja. Bist du in Ungarn oder in Österreich aufgewachsen? Ich bin in Österreich aufgewachsen. Haben mich schon sehr viele gefragt. Ja. Was mich auch schon viele gefragt haben, ist, wer von meinen Eltern aus Ungarn kommt. Meine beiden Elternteile sind aus Ungarn. Ich bin in Österreich geboren. Ich beherrsche Deutsch, ich muss sagen, fließender und besser als Ungarisch, weil Ungarisch auch jetzt nicht unbedingt eine einfache Sprache ist. Aber ja, und ich bin auch dabei, immer mehr Neues zu lernen. Kannst du deine Zukunft mit Oliver vorstellen? Wenn ja, wie sollte sie aussehen? Ich meine, sicher kann ich meine Zukunft mit Oliver vorstellen. Und wie sie aussehen sollte? Also, ich muss sagen, ich kann jetzt nicht in die Zukunft sehen, aber ich weiß nicht, wie sie aussehen sollte. Ich plane mir das jetzt nicht irgendwie vor oder stelle mir das vor. So wie es kommt, kommt es halt. Wie hieß dein erstes Haustier und was war es? Mein allererstes Haustier war ein Hund. Er hieß Athos. Er war ein Mischling zwischen Schäfer und Foxterrier und ich habe diesen Hund geliebt. Er war mein bester Freund. Ich bin mit ihm aufgewachsen. Leider ist er 2014 verstorben. Ja. Wenn du 1 Million Euro bekommen würdest, was würdest du mit dem Geld machen? PS, bist die Beste. Dankeschön. Was ich mit 1 Million Euro machen würde, ich glaube, ich könnte das nicht mal realisieren. Also ich würde mich zuerst mal in eine Ecke setzen und weinen
Und ich würde, ich sage jetzt mal, sehr viel Geld davon, beziehungsweise das meiste Geld davon an meinen Vater geben, weil er sehr, sehr nötiger hat, als wie wir zum Beispiel. Dann halt, ich würde es jetzt nicht aus dem Fenster rauswerfen für unnötiges Zeug. Ich würde es jetzt schon für Gutes verwenden, wie zum Beispiel ein Haus renovieren und sowas. Fährst du dieses Sommer auf Urlaub? Wenn ja, wo? Und wo ist dein Traumziel? Ich und Oliver haben uns so ausgemacht, dass wir jetzt im Sommer halt in Urlaub fahren, aber das geht sich halt wahrscheinlich von der Zeit her nicht aus. Im Sommer wahrscheinlich nicht. Entweder dieses Jahr noch irgendwann, sonst halt erst nächstes Jahr. Und wo mein Traumziel wäre, ich will unbedingt mal nach Las Vegas. Was hältst du davon, dass Oliver so viel gehatet wird wegen seinem Gewicht? Ich finde es kindisch, weil niemand kennt mich, niemand kennt Oliver, niemand kennt unser Leben und Oliver hat halt ein bisschen zugenommen, ja, aber es hatte wirklich seine Gründe und ich finde es extrem respektlos, einen Menschen deswegen niederzumachen, vor allem wenn es einen Menschen auch sehr verletzt. Aber Oliver versucht, solche Kommentare zu ignorieren. Es funktioniert jetzt zwar nicht immer, aber er gibt sich Mühe dabei. Aber mittlerweile ignorieren wir solche Kommentare, also viel kann ich nicht dazu sagen. Willst du mal Kinder haben? Wenn ja, wie viele? Ja, ich will auf jeden Fall mal Kinder. Also anfangen würde ich auf jeden Fall mit einem. Und also ich wünsche mir schon zwei, so ein Bruder und ein Mädchen, also großer Bruder, ein kleines Mädchen halt. Ja. Ah! Wann hattest du das erste Mal einen BH? PS, kannst du mich grüßen, heißt Sophie. Grüße gehen raus an dich, Sophie. Wann hatte ich das erste Mal einen BH an? Ich glaube, in der ersten Hauptschule, mit 10 hatte ich meinen ersten BH an, glaube ich. In der Volksschule waren halt die Garderoben bei uns halt in einem, da waren die Jungs mit Mädchen und da hat, glaube ich, noch niemand interessiert, wer was hat. Aber ab erster Hauptschule waren ja die im Garderoben getrennt. Ich glaube, da habe ich auch angefangen mit einem BH. Obwohl ich damals echt doch Flachland hatte. Aber jetzt habe ich ja viel mehr, ne? Jo, das ist eine Fliege. Ich nenne sie Helena. Wie lange hast du schon TikTok? Also ich sage jetzt so, Musical.ly habe ich schon seit Ende 2016. Aber so richtig aktiv bin ich erst seit letztes Jahr August. Weil letztes Jahr August habe ich meine ersten 10.000 erreicht. Und letztes Jahr im September habe ich auch mein erstes Fantreffen gemacht. Und ja, seit 2018 bin ich halt so richtig aktiv mit TikTok. Wie seid ihr zu Louis gekommen? Ich habe schon erzählt, ich bin mit einem Hund aufgewachsen, was ich wirklich über alles geliebt habe. Es war wie mein bester Freund. Seit ihm wollte ich noch einen Hund haben. Spike war eigentlich ein Geschenk an meinen Vater. Dadurch, dass mein Vater dann keine Zeit mehr für ihn hatte, habe ich ihn bekommen. Und ich wollte dann unbedingt wieder einen großen Hund haben. Und so hat mir Oliver, ich sage jetzt mal, meinen Wunsch erfüllt. Und ja, jetzt haben wir Louis. Hallo. Ei. Gibt es mal ein Fancall-Video, ja? Das Video wollte ich eigentlich stattdessen machen, nur ich sage jetzt mal, die meisten haben sich halt ein Q&A gewünscht und habe ich halt das gemacht. Aber ich schaue, dass ich als nächstes Video ein Fancall-Video dann machen werde. Wer sind zurzeit die wichtigsten Menschen im Leben? Oliver, meine Familie, obwohl Oliver gehört schon zur Familie, also ja. Ich sage jetzt mal einfach meine Freunde, also die wissen es eh alle. Helena! Welche zwei Fanpages sind bis jetzt am aktivsten? Da muss ich jetzt mal nachschauen. Also es sind sehr, sehr viele meiner Fanpages wirklich aktiv. Aber die zwei aktivsten sind Steffis.girls und Steffis.fangirls. Wann machst du das Postfach? Seit Monaten habe ich schon vor, mir endlich das Postfach machen zu lassen, damit ihr mir Fanpost zusenden könnt. Aber hier in Niederösterreich ist es unmöglich, beziehungsweise sehr unwahrscheinlich. Ich war schon bei 4 oder 5 Postfilialen und da ist es nicht für sowas, genehmigt, beziehungsweise nicht für sowas erschaffen worden. Wenn ich ein Postfach haben möchte, müsste ich nach Wien. Das werde ich dann entweder diese Woche noch oder nächste Woche erledigen. Ja. Wie bist du darauf gekommen, deine Haare so kurz zu schneiden? PS, kannst du mich grüßen, also Claudia. Grüße gehen raus an dich, Claudia, und wie ich darauf gekommen bin, ich liebe lange Haare, sehr sogar, aber ich wollte mir was Neues, weil die Sache ist, ich hatte schon fast immer lange Haare und ich wollte mal was anderes haben. Deswegen habe ich mir viele Bilder angesehen, viele Videos, wie es andere Mädchen haben und da habe ich mich einfach dazu entschieden, es so zu schneiden und ich finde es auch echt schön, muss ich sagen. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da
Und wenn ihr irgendwelche anderen Videoideen habt oder wollt, dass ich mit irgendwem Videos mache, schreibt es mir unten in die Kommentare. Wir sehen uns zum nächsten YouTube-Video. Bye, Babys!